16. Dezember 1966 ließ Dionne Fossey ihr Leben voller Bequemlichkeit zurück, um allein in die afrikanischen Berge zu ziehen. Manche glauben, dass eine Frau, die allein da hochgeht, verrückt sein muss. Sie war entschlossen, die Lebensweise der wilden Berggorillas zu erforschen, um sie vor dem Aussterben zu retten. Doch jemand wollte das verhindern. In einem Land voller Schönheit, Wunder und Gefahren riskierte sie ihr Leben. Runter! Nicht bewegen! Sie folgte einem Traum. Du wirst zur Legende werden, meine Schöne. Und verliebte sich. Hältst du mich für sonderbar? Ja, der Ansicht bin ich durchaus. Andererseits finde ich dich jedoch auch wundervoll. Aber sie setzte alles aufs Spiel. Nein! Um die Gorillas im Nebel zu retten. Sind Sie für die Entführung dieses Tieres verantwortlich? Mein Kaufvertrag, Madame. Was machen Sie da? Gewähren Sie meinen Gorillas den Schutz, der Ihnen zusteht. Ihren Gorillas? Bin ich der Mörder? Hab ich das getan? Das Gemetzel hat erst ein Ende, wenn man den schlecht an ihr Handwerk legt. Sigourney Weaver, Brian Brown, in der wahren Geschichte einer unglaublich mutigen Frau. Gorillas im Nebel.